Details herausarbeiten. Der Ex-Libris-Ansatz. Die definierten Dienstleistungen weiterentwickeln. Im Anschluss an die vorherige Definition und das Design der Dienstleistung durch das Bauen eines gemeinsamen Modells werden die Teilnehmer nun aufgefordert, alle möglichen Aspekte des Modells mit einzubeziehen. An diesem Punkt kommt das Business Model U zum Einsatz. Das Business Model U Canvas ist unter einer Creative Commons Lizenz freigegeben. Es gibt viele Versionen in verschiedenen Sprachen. Es ist einfach zu finden, zu bearbeiten und zu nutzen. Im Rahmen des Ex-Libris-Ansatzes wird es für die Entwicklung von Dienstleistungen für Bibliotheken genutzt. Vorbereitungen. Das Canvas sollte in die Sprache der Teilnehmer übersetzt werden, falls es nicht in der jeweiligen Sprache verfügbar ist, um sicherzustellen, dass die Teilnehmer jeden Bereich des Canvas verstehen. Falls notwendig, kann das Canvas auch in die Fachsprache des jeweiligen Berufsfeldes übertragen werden. Beispielsweise ist es für Bibliotheken sinnvoller, den Ausdruck Nutzer zu verwenden anstatt Kunde und Vorteil anstatt Einnahmen. Das Canvas wird den Teilnehmern vorgestellt und jeder Bereich des Canvas wird erläutert. Das Business Model U ist eine Ableitung des Business Model Canvas und enthält die gleichen 9 Blöcke. Jeder Block hilft den Teilnehmern, die unterschiedlichen Aspekte der vorgeschlagenen Dienstleistung weiterzuentwickeln. Im Folgenden werden für eine bessere Anschaulichkeit die Blöcke des Canvas für das Ex-Libris-Projekt ausgefüllt. Wem helfen Sie? Kunden, Nutzer. Im Kundensegment werden die folgenden Fragen beantwortet. Wer ist die Nutzerzielgruppe? In anderen Worten, für wen schaffen Sie diese Dienstleistung? Für wen entwickeln Sie einen Wert? Wer ist Ihre wichtigste Nutzergruppe? Zielt Ihre Dienstleistung auf die wichtigste Nutzergruppe ab? Bei Ex-Libris sind die wichtigsten Zielgruppen Bibliotheksnutzer, Bibliothekare aus allen Bibliotheksbereichen, zum Beispiel öffentliche Bibliotheken, Schulbibliotheken und wissenschaftliche Bibliotheken. Andere Informationsexperten sowie Studenten der Bibliotheks- und Informationswissenschaft. Wie helfen Sie? Das Wertangebot. In diesem Block werden die genauen Vorteile beschrieben, die der Nutzer durch die Dienstleistung haben wird. Versuchen Sie, die folgenden Fragen zu beantworten. Welche Bedürfnisse wird die Dienstleistung befriedigen? Erhöht sie den Komfort oder die Nutzbarkeit? Verbessert sie die Servicequalität und Leistung? Erhöht sie die Nutzerzufriedenheit? Beim Ex-Libris-Beispiel werden die Nutzer in das Design und die Entwicklung von Dienstleistungen mit einbezogen, die ihre Bedürfnisse und Wünsche ansprechen. Dies ist das Wertangebot. Woher kennen Sie sie und wie liefern Sie die Kanäle? In diesem Block werden folgende Fragen beantwortet. Über welche Kanäle wollen Ihre Nutzer erreicht werden? Welche Kanäle funktionieren mit der Zielgruppe am besten? Welche Kanäle werden genutzt, um die Aufmerksamkeit der Nutzer zu erregen? Wie können sich neue, potenzielle Nutzer über diese Dienstleistung informieren? Welche Kanäle sind von den Nutzern am meisten erwünscht? Beim Beispiel Ex-Libris sind Kanäle hauptsächlich Website-Postings, Newsletter, Postings in sozialen Medien, besonders bei Facebook und Twitter, verschiedene Workshops, die bei internationalen Meetings abgehalten werden, sowie Postings bei professionellen Diskussionsrunden. Wie interagieren Sie? Die Kundenbeziehungen. Wie man mit Nutzern interagiert und kommuniziert, wird in diesem Bereich erklärt. Wie wird die Dienstleistung angeboten? Von Angesicht zu Angesicht oder per Fernzugriff? Bei Ex-Libris wurde die direkte Interaktion von Angesicht zu Angesicht sehr häufig genutzt. Einige Projektergebnisse werden auch über Online-Plattformen angeboten. Was haben Sie davon? Die Vorteile. Dieser Bereich erfordert Informationen hauptsächlich über sogenannte weiche Vorteile, da Bibliotheken gemeinnützige Einrichtungen sind. Dies kann beinhalten Zufriedenheit, Freude, flexible Öffnungszeiten, Qualität, ganzheitlich genutzte Dienstleistungen, häufig genutzte Sammlungen, mehr Zeit für andere Dienstleistungen, berufliche Entwicklung, Reputation und Anerkennung.
Einige dieser weichen Vorteile wie berufliche Zufriedenheit, berufliche Entwicklung, Reputation und Anerkennung sind Vorteile, die auch X-Libris erbracht hat. Was haben Sie bereits? Schlüsselressourcen. Die vorhandenen Schlüsselressourcen werden in diesem Bereich erklärt. Diese Ressourcen dienen dazu, das zu liefern, was wir versprochen haben. Dies beinhaltet bereits bestehende persönliche und berufliche Qualifikationen, Instrumente, Ausstattung oder qualifizierte Mitarbeiter. Bei X-Libris sind die qualifizierten Mitarbeiter von Partnereinrichtungen, Smart ICT und Erfahrungen einige Beispiele für Schlüsselressourcen. Was machen Sie? Die Schlüsselaktivitäten. Im Folgenden werden die Schlüsselaktivitäten, die wir durchführen, um unsere Dienstleistung anzubieten, aufgelistet. Alle wichtigen Aktivitäten sollten genannt werden. Definition des Nutzerprofils, Recherche über smarte Dienstleistungen, Training mit Web 2.0 Instrumenten, Teambuilding, Co-Design von Dienstleistungen mit innovativen Methoden, Crowdsourcing, um Input zu erhalten. Für X-Libris ist ein Beispiel die Entwicklung von Prototypen neuer smarter Dienstleistungen. Wer hilft Ihnen? Die Schlüsselpartner. In diesem Block wird aufgelistet, wer Ihnen dabei hilft, die Dienstleistung anzubieten. Das können sein Lieferanten, wissenschaftliche Mitarbeiter, andere Bibliotheken und Informationszentren, Verkäufer, Fachverbände, Berufsgenossenschaften, Kammern. Wie bzw. auf welche Art und Weise hilft Ihnen jeder Partner dabei, die Dienstleistung anzubieten? Bei X-Libris sind die Schlüsselpartner Projektpartner, Bibliotheksnutzer, Bibliothekare und externe Experten. Was geben Sie aus? Die Kosten. Im Kostenbereich geben Sie alles an, was Sie aus- und aufgeben. Großes zeitliches Engagement, Energie, Stress, wenig Anerkennung, geringe Flexibilität. Für das Beispiel X-Libris können viel Energie, viel Zeit, Fähigkeiten, professionelle Kompetenzen und Expertise genannt werden. Tipps für das Ausfüllen des Canvas. Jede Gruppe soll einen Canvas basierend auf ihrem gemeinsamen Modell ausfüllen. Stellen Sie für diese Aufgabe ausreichend Zeit zur Verfügung, damit die Teams jeden Bereich des Canvas ausführlich diskutieren können. Nutzen Sie die richtige Größe für das Canvas. Es sollte mindestens im Format A1 oder A0 vorliegen. Geben Sie, falls nötig, Hilfestellung und weitere Erklärungen zu den einzelnen Canvas-Bereichen. Die Teilnehmer sollen Schlüsselbegriffe verwenden und auf Klebezettel schreiben. Die Teilnehmer sollen in großen Buchstaben schreiben, damit die Informationen auch von einer gewissen Entfernung aus lesbar sind. Geben Sie den Teilnehmern 4 bis 5 Minuten Zeit für eine Präsentation. Hören Sie gut zu und reflektieren Sie. Wenn es notwendig ist, können Sie Klebezettel entfernen, hinzufügen oder anders positionieren. Es ist jedoch wichtig, dass alle Teammitglieder diesen Änderungen zustimmen und sie verstehen.